Ohne uns würden viele Reisende nicht an diese Orte kommen, die sie gern sehen würden. Man spürt es dann schon, wie viele Leute drin sind oder je mehr Leute drin sind. Aber ich schätze, am Tag so werden es schon um die 2.000-3.000 Personen sein, die nur ich führe. Sie müssen sich nicht kümmern, sie müssen nicht die ganze Zeit konzentriert sein, sondern können auch mal die Augen zumachen, Musik hören, fernschauen, weil ich übernehme sozusagen das Fahren für sie. Man sieht, wie Menschen in ihrem Garten arbeiten, ja, man kann ein bisschen zusehen, man sieht viele Tiere, Rehe, also Adler oder so, also wirklich, man sieht so viele Sachen, die man als normale Arbeiter nicht sehen würde.